Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 Create a Team hier bei Heisenberg zockt. Und guck mal unser Team, Platz 1 mit 64 Punkten, ein Punkt vor den Young Boys. Top-Torjäger bis jetzt immer noch Laudi. Und ja, das führt uns dazu, dass wir jetzt hier einfach mal fröhlich weiterspielen. Ich würde allerdings gerne wissen, wann ist die Saison vorüber? Das müsste irgendwie rauszufinden sein, vielleicht hier. Na hier mal schauen, was haben wir denn Schönes? Da haben wir die Grasshoppers. Dann geht das hier weiter. Oh, noch zwei Spiele, sehe ich das richtig? Also eins gegen die Grasshoppers und am Schluss allen Ernstes, ja, im Prinzip das Finale, so wie es aussieht. Zu Hause gegen die Young Boys. Uiuiuiuiui, okay. Gut, gehen wir mal zurück und, ja, ich würde sagen, dann, ja, fangen wir einfach mal an. Heisi bleibt gegen St. Gallen ohne Gegentor. Genau, wir haben ein paar Spiele jetzt ohne Gegentore. Wir gehen mal ins Training rein. Wie sieht's aus? Jawohl, simulieren. Gerne weiter. Im Büro passiert irgendwie gar nichts mehr. Okay. Ja, wahrscheinlich dann nachher umso mehr. Wenn dann die Saison vorüber ist natürlich. Und da sind wir schon beim Spiel. Soll ich sonst noch was gucken? Nein, eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wo sind denn die Grasshoppers? Das wäre natürlich vielleicht noch interessant. Die haben wir auf Rang nirgends. Doch, oh. Ja, zweitletzter mit 29 Punkten. Aber die mit Sicherheit nicht unterschätzen. Definitiv nicht. Also das werde ich nicht nochmal machen. Das hat nur gegen Luzern, da haben wir nämlich verloren. Und hätten wir das nicht verloren, wären wir jetzt weiter vorne und hätten dann gegen die Young Boys in der nächsten Woche. Ja, wahrscheinlich nicht das Finale. Weil ich gehe mal davon aus, die Young Boys gewinnen ebenfalls. Ja, wir werden 10. Also gehen wir rein. Viel zu tun gibt es sonst, glaube ich, hier tatsächlich nicht mehr. Rot gegen Blau-Weiß, das ist das Traditionsspiel. Trikot der Grasshoppers. Ich würde sagen, das spielen wir mal so. Das passt. Aha, Herr Iniesta, guten Tag. Der ist natürlich auch wieder mit dabei, genauso wie Fasnacht, genauso wie Laudi, der Top-Torjäger. Hoffen wir mal, er schlägt nochmal zu heute. Da wäre nicht nur ich dankbar. Und jetzt heißt es Concentration. Zu Hause, wie man sieht. Die roten Linien. So, Ankick. Und jetzt einfach konzentrieren. Und das Ding nach Hause bringen. Ganz vernünftig. Ohne, dass wir groß Probleme kriegen. Das wäre natürlich gewünscht, ob das klappt. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich gehe hier mal durch. Gleich nochmal. Ja, da ist da wieder ein Gegner. Irgendwie das mit diesen hohen Flanken, das klappt bei mir irgendwie auch eher gar nie. Oder sehr, sehr selten. So, jetzt müssen wir den hier aber ein bisschen ärgern. Der soll hier nicht gleich alleine durch. Dann habe ich wieder ein Problem mit Abwählen. Oh, zum Glück haben wir Ziggy. Oder mit Anwählen, nicht mit Abwählen. Wird wieder der falsche Mann angewählt. Und dann laufen beide vom Ball weg. Ich liebe es. So, hau den weg. Oh, gut reingesprungen. Nicht ganz ungefährlich. Oh, genau dem auf die Füße. So, hau mal raus. Genau, sauber. Jawohl, schön weitergeleitet auf Iniesta. Ja, da hat er halt das Auge. Sehr gut. Konter. Ja, spiel den mal nochmal raus. Genau, wir nehmen mal die ganze Mannschaft mit. Warum auch nicht? Wo ist der im Abseits? Oh, ärgerlich. Barkas im Abseits, leider. Da ist natürlich nie der schuld, der im Abseits steht. Das meine ich nicht mal irgendwie ironisch, sondern das ist halt wirklich die Sache des Passgebers. So früher als Kind dachte ich immer, warum steht er denn da, wenn er im Abseits ist? Ja, das sieht man selber ja nicht. Aber der den Pass schlägt, muss es halt sehen. Der ist aus. Jawohl, sauber. So, wir müssen Zacken zulegen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht, was wir bis jetzt haben. Eine Torchance für die Grasshoppers. Und ansonsten... Ja, sonst gehen wir mal selber, wenn hier keiner kommt. Jawohl, sehr schön. Schließ ab. Oh, das war halt dann doch zu eigensinnig leider. Und der Herr Leo, der hat sich hier den Ball relativ schön zugespielt. Mit Hackentrick, so wie es aussah. Da komme ich wieder zu spät. Ja, aber das können wir ohne Probleme beheben, was wir hier hatten. Schöner Ball, jawohl. Lauf. Fasnacht, Lauf. Jawohl, abgeschlossen. Ins Nahe-Eck. Wunderbar. Fasnacht, der ja im letzten Spiel, was im letzten? Da hat er ja ein Solo hingelegt, oder ne? Ich glaube, es war sogar das vorletzte. Weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle, das ist auch ein relativ schönes Tor, wie ich finde.
Halt ein sauberer Pass in die Schnittstelle, wie es so schön heißt, und dann wirklich ins nahe Eck. Ja, wobei eigentlich mitten ins Tor, sehe ich das richtig? Nee, ich würde mal sagen, das zählen wir noch zum nahen Eck. Der Ball passierte den Pfosten im nahen Eck. Gut, 1-0. Danke, Herr Fasnacht. Zauber. Ich muss nachher nochmal gucken, wer diesen Zauberpass gespielt hat. Wirklich haargenau in die Schnittstelle rein. Und schon stand der gute Herr Fasnacht nicht gerade alleine vorm Torwart, aber doch halt so, dass es dann doch relativ vielversprechend war. Jetzt nur nicht nachlassen. Das ist immer ein bisschen das alte Problem. Geht da mal einer ran? Dankeschön. Ja, ich hatte ihn doch schon. Da ist er wieder weg, aber jetzt haben wir ihn. Sauber, ruhig aufbauen. Schöner Ball wieder von Iniesta. Ah, wäre auch gut gewesen, aber da war halt leider noch ein Gegner im Weg und der hat das Ganze leider durchschaut. So, Einwurf Grasshoppers, dann können sie nichts machen. Also nichts Gefährliches zumindest. Dankeschön, den nehmen wir natürlich. Iniesta wieder mit dem Auge, wie man sieht. Sehr schön. Kein Abseits für dich. Oh, come on. Echt? Ja, leider wieder Vargas im Abseits. Auch hier nochmal einmal mehr. Das ist nicht seine Schuld. Jawohl, Ballsicherung. Schön gesehen. Auf Mucci hier. Ja, lauf durch. Machst du gut. Schön. Und schließ ab. Jawohl, schönes Tor. Ein Mucci-Solo. Cool, 2-0. Wow, heiliges bisschen. Okay, also das Spiel dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann gewinnt IB nicht. Und das würde heißen, wir wären vielleicht je nachdem schon vorzeitig. Auch ein schönes Tor. Also das werden wir, glaube ich, auch noch reinnehmen in die Auswahl zum Tor des Jahres. Halt ein Solo und dann wirklich schön abgeschlossen. Nicht mal präzise ins Eck. Ja, hat es aber auch nicht gebraucht. Der Torwart hatte aus der Distanz dann doch das Nachsehen. So, sollen wir was fürs... Nee, ich wollte gerade sagen, machen wir was fürs Torverhältnis. Nein, den Fehler mache ich sicher nicht mehr. Spielen noch, komm. Ah, schade, Herr Fasnacht, aber guter Einsatz natürlich. Da bin ich eigentlich auch fast dran gewesen, aber halt nur fast. Oh, da verliere ich den Ball wieder komplett fahrlässig. Jawohl, den haben wir raus. So, Iniesta, du hast Platz, beweg dich. Macht natürlich auch. Schön auf Laudi, aber da hat der Verteidiger leider wieder aufgepasst. Schade. Ui, das war auch nicht ungefährlich. Und dann haben wir wahrscheinlich Halbzeit, weil... Also irgendwie Offside kann es ja nicht gewesen sein. Ja, 2-0. Wie sieht es aus mit Ballbesitz? 53-47. Ja, also ist jetzt nicht so, dass wir massiv viel Ballbesitz mehr hätten. Aber eben, Ballbesitz entscheidet natürlich keine Spiele, das wissen wir auch. So, gleich weiterspielen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ohne groß überlegen. Gucken, dass der hier nicht gleich alleine durchgeht. Geht auch nicht. Ist das unserer? Ja, ist unserer. Sehr gut. Monsignore Iniesta. Oh, mit einem wilden Pass. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, gut gemacht, Berger. Aber jetzt nicht hier. Oh, und dann verdatteln wir den echt jetzt wieder so. So, hau den mal weg. Jawohl, jetzt gefällt es mir wieder. Ja, das war halt wieder zu ungenau. Ins Leere gegrätscht. Ab und zu, oh, ab und zu so eine Grätsche. Uiuiui, ui, ui, okay, der Leo, zum Glück hat der so ein schwaches Ziel. Jetzt haben wir Glück gehabt. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, kann aber nicht so wichtig gewesen sein. Wir führen immer noch 2-0, das ist das, was zählt. So, hier ist wieder mein Mikro im Weg, da muss ich wieder einen langen Hals machen. Vargas auf dem Flügel, zieht nach innen. Ja, das kann nicht klappen, da waren zu viele Füße. Aber gut, wieder vorgeprescht hier. Ja, eigentlich ein schöner Trick von Laudi, oh, aber halt auch nicht geklappt. Kommt, Jungs, da kommen wir ran, das ist kein Ding für uns. Oh, gefährlich, oh, gefährlich. Ja, schönes Tor. Schön abgeschlossen.
Das erste Gegentor seit langem, aber es wäre natürlich auch fatal zu glauben, dass wir hinten einfach irgendwie so gut stehen, dass wir nie ein Tor kriegen. Und der Abschluss war natürlich schön. Pfosten rein, ja. Da kann Ziggy auch nichts machen. So, jetzt aber hier, sag mal. Wir müssen das dritte Tor suchen, damit wir hier wirklich sicher sind vor irgendwelchem Schaden. Wir haben erst die 60. Minute. Oh, was ist das hier wieder? Komisches gewesen, Kollege. Ja, das hat mir schon besser gefallen. War nicht mal abseits. Ja, da ist natürlich der Torwart. Die Flanke war auch nix. So, eine Kommentar stand häufiger, ich soll die Schwierigkeit draufstellen. Aber das habe ich schon mal gesagt. Das würde ich nicht tun. Weil ihr seht ja, es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Grasshoppers, weiß ich nicht wie viel, schlagen. Sondern ich muss kämpfen, dass ich hier tatsächlich irgendwie nicht den Ausgleich noch kriege. Oh, und wir brauchen vor allem Ziggy im Tor, damit wir den Ausgleich nicht noch kriegen. Okay, Charo geht raus. Interessant, dass Iniesta noch kann. Der ist sonst meistens immer der Erste, der raus muss oder müsste. Mach's ja nicht immer, dass ich den rausnehme. Hui, 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 hui. Ja, jetzt ist er fällig. Okay, machen wir mal. Ich hätte auch eigentlich ganz gerne noch... Wisst ihr was? Ich gehe ganz kurz raus. Ich würde gerne Fasnacht noch tauschen. Und zwar nicht, weil er schlecht war. Im Gegenteil, hat er ein Tor gemacht, aber damit Sutter hier nochmal ein bisschen zu Spielpraxis kommt. So. Ja, mitten im Ball Dingens. Wenn wir den Ball haben, wechseln ist natürlich auch nicht so wahnsinnig clever. Hat aber geklappt. Ohne Probleme. Ja, das sind halt Pässe. Es ist halt schon... Auch zum Glück den Ball gleich wieder gekriegt. Oh, der war schön. Kein Abseits und Batz. Oh nö, oh nö, Laudi. Ui, wie kriegt er den daneben? Eieiei, ja, da ärgert er sich selber. Irgendwie daneben geschaufelt. Ui, das muss natürlich das dritte Tor sein. Eieiei, aber gut, das weiß er natürlich selber. Das war die Chance, das Spiel zu entscheiden. Hm. Ja, sagen wir mal so, hat nicht ganz geklappt. Aha. Da wird nochmal gewechselt. Okay, das war Fasnacht für Sutter, genau. Die müssen natürlich warten, bis der Spielzug eben abgeschlossen ist. Komm, hol dir den Ball. Jawohl, sehr gut. Auch vernünftig soweit. Ebenfalls vernünftig. Solange wir den Ball haben, machen die Grasshoppers keinen Käse damit. Was ist das für ein Pass? Ich habe tatsächlich nicht so gedrückt. Also glaubt mir. Ich habe nicht gedrückt, dass der Ball dahin soll. Ja, Ziggy, den hast du. Sauber. Ich würde sagen, den hauen wir mal raus. Schönheitspreis müssen wir hier nicht mehr gewinnen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt dieses 2-1 halten. Jawohl, das hat schon mal gut geklappt. Lauf mal ein paar Meter. Jawohl, machst du gut. Lauf noch mal ein paar Meter, solange du nicht attackiert wirst. Ui, das war, eigentlich war es die Schusstaste. Ich weiß nicht, warum. Ui, immerhin nochmal Kopfball. Ui, es könnte sein, dass Laudi gerade ein bisschen nicht in Form ist. Also eigentlich ja schon nicht. Er ist ja wirklich immer gut. Ui, ui, ui. Aber den hätte er eigentlich machen müssen. Ja, schön vorbereitet. Oh, das war zu nah am Torwart. Und ja, ich sag's jetzt nicht nochmal, aber es ist halt, man merkt halt einfach, dass es nicht die 90er sind. Aber wir haben gewonnen, also die 90er von der Stärke her. Ein 2-1. Es war kein Murks-Sieg, sage ich. Es war auch kein glücklicher Sieg, aber es war ein Arbeitssieg. Also das haben wir uns einfach erarbeitet. Und wenn man jetzt die Chance nochmal nimmt am Schluss, Laudi heute ohne Tor, ja, das Ding müssten wir natürlich 3-1 gewinnen. Aber jetzt wäre vor allem wichtig zu wissen und zu sehen... Wie sieht das denn gleich nochmal aus mit den Young Boys? Wir haben zuerst noch das Interview. Oder die Pressekonferenz, wenn man so will. Da wird sie geladen. Ich danke. Und dann wollen wir mal gucken. Mal, ja, gern so geschehen, kein Ding. Da kommt schon wieder das, dass wir keine Niederlage haben. Genau, machen wir wieder den. Wir dürfen uns darauf nicht konzentrieren. Die haben gewonnen, aber was muss ich in ihrer Defensive verbessern? Ja, ein Gegentor darf man ja mal irgendwie kriegen. Allerdings würde ich nicht sagen, dass wir uns nicht verbessern müssten. Ja, wir müssen halt dazu lernen. War nicht optimal. Genau, wir haben trotzdem gewonnen.
Hat Grasshopper Club es ihnen zu leicht gemacht? Nein, das glaube ich nicht. Die loben wir mal. Ja, genau. Nächsten Sieg eingefahren. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ich hoffe, die Youngboys haben bereits gespielt. Das werden wir gleich sehen. Oh, guck mal. Ale, ole, ola, lolo. Wir sind Meister. Die holen uns nicht mehr ein. Also wenn das mit dem Wochenplan hier stimmt. Ich gucke extra nochmal. Da, das ist das letzte Spiel hier. Ach nö, das geht ja noch weiter. Ach, das ist ja ärgerlich. Okay, ich nehme das Singen wieder zurück. Vorher bin ich hier nicht weitergekommen. Wie weit geht denn das noch? Also die Servet, genau. Servet haben wir noch. Und die Young Boys haben wir halt auch noch. Oh gut, aber okay, also Meister sind wir noch nicht. Aber wir haben natürlich den Grundstein jetzt gelegt, dass wir es werden können. Definitiv. Und guck mal, wenn jetzt wir die Young Boys schlagen, dann sind wir durch. Dann haben wir genug Abstand. Definitiv 7 Punkte. Wenn wir verlieren, kommen sie halt nochmal auf einen Punkt dran. Aber verlieren, würde ich sagen, ist verboten. Wir haben noch was im Büro. Möchte ich noch schnell sehen. Der Geschäftsbericht hier. Okay, die lassen wir so laufen, würde ich sagen, so wie die trainieren. Das ist eigentlich alles wahrscheinlich im grünen Bereich, denke ich mal, dass wir das so lassen können. Gut, dann können wir zurück. Habe ich das jetzt gelöscht? Da steht ja sogar noch, wer das aktualisiert wurde. Aber eben, die trainieren dann einfach ausgeglichen weiter. Und ausgeglichen weiter trainieren heißt, dass eben alle Skills trainieren. Deswegen denke ich, ist das sowieso nicht falsch. Gut, also, perfekt. Wir sind 4 Punkte vor den Young Boys und Luzern und Basel. Die machen dann auch den letzten Platz in Europa unter sich aus, so wie es aussieht. Ja, der Fahrplan stimmt. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns, ja, beim Kapitalspiel gegen die Young Boys. Dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.